Und es gibt wichtige Erkenntnisse aus der Forschung. Der neuartige Erreger vermehrt sich offenbar wie das Grippevirus im Rachen. Ja, was das Ganze ansteckender macht als anfangs vermutet. Das erklärte heute der Charité-Virologe Christian Drosten in einer Expertenrunde in Berlin. Mit dabei war auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Und der hat sich zuversichtlich zur Eindämmbarkeit des Coronavirus in Europa gezeigt. Aktuelle Zahlen von heute Morgen. Demnach haben wir zurzeit auf der Welt rund 60.350 Fälle. Von diesen 60.350 Fällen sind bislang nach unserer Kenntnis 1.370 verstorben, aber auch 6.260 genesen. Das heißt, das sind die Menschen, die die Krankheit überstanden haben. Und wie wir alle wissen, sind diese Zahlen hauptsächlich in China zu finden. Das heißt, die Mehrheit der Fälle, die bei weitem größte Mehrheit der Fälle, kommt aus China. Und ich möchte heute, im Gegensatz zu diesen Zahlen, die Sie ja auch alle immer regelmäßig in den Medien, glaube ich, wahrnehmen, einen Blick auf die Lage außerhalb von China werfen. Weil das ist die entscheidende Lage, wenn es darum geht, das Pandemiepotenzial zu bewerten und die Ausbreitungstendenz zu bewerten. Es ist heute Morgen Stand so, dass in 24 Ländern Fälle aufgetreten sind, und zwar rund 503 Fälle. Und unter diesen 503 Fällen, die bislang außerhalb von China erkannt wurden, gibt es einen Todesfall. Eine Person auf den Philippinen, die auch an Grundkrankheiten litt. Es gibt 17 schwere Krankheitsverläufe nach unserem Kenntnisstand von diesen 503 Fällen. Und in Europa haben wir das Coronavirus bei Patienten nachgewiesen von 9 Ländern in Deutschland, in Europa. Und es gibt eine Besonderheit, das wissen Sie vielleicht auch, es gibt ein Kreuzfahrtschiff, das vor Yokohama liegt. Und in diesem Kreuzfahrtschiff, das wird also die Fälle, die dort gemeldet werden, werden Japan zugerechnet, weil es eben in japanischen Gewässern liegt. Und dort haben wir 218 Personen, die infiziert sind. Und das ist eine Epidemie auf diesem Schiff, die gesondert betrachtet werden muss. Wenn wir jetzt die Zahlen einmal vergleichen, dann sehen wir in China eigentlich seit mehreren Wochen tendenziell die gleiche Zahl an Sterberate. Das ist eine Rate, die man errechnen kann, ganz einfach aus den reinen Zahlen. Dort gehen wir davon aus, dass etwa 2,0% der Infizierten in China bislang verstorben sind. Das ist eine Letalität von rund 2,2% hat oder 2,2%. Das ist über die letzten Wochen relativ stabil geblieben. Für mich die allerwichtigste Information sind eigene Beobachtungen und auch Beobachtungen von Kollegen, dass dieses Virus anscheinend doch eine aktive Replikation im Rachenbereich durchführt. Das ist ein großer Unterschied zu SARS. Und das ist etwas, das man so verstehen muss, dass eigentlich über den ganzen Januar Experten das SARS-Virus als Denkmodell verwendet haben. Das ist ein Virus, das damals relativ gut charakterisiert wurde, über das man viel weiß. Und wir sind eigentlich wegen einer sehr hohen Ähnlichkeit dieses neuen Virus mit dem SARS-Virus immer davon ausgegangen, dass das alles so funktioniert wie bei SARS. Eine der Haupteigenschaften der SARS-Infektion war, dass der Rezeptor dieses Virus vor allem in den tiefen Atemwegen vorkommt. So ein Virus muss also in die Lunge eingeatmet werden und das ist ein weiter Weg. Dann startet es dort im Prinzip sofort eine Erkrankung, weil da viel Immungewebe vor Ort ist. Und dann dauert es eine ganze Zeit, bis das Virus in der Lunge zu einer infektiösen Konzentration herangewachsen ist und wieder ausgeschieden wird. Mit anderen Worten, es ist ein weiter Infektionsweg von Lunge zu Lunge. Bei der Influenza ist es so, dass das Virus auch im Rachen repliziert und wir glauben, dass dadurch eigentlich die gute Übertragbarkeit der Influenza begründet ist. Ein Virus, das von Rachen zu Rachen übertragen wird. Wir wissen jetzt anhand von Patientenbeobachtungen, aber noch nicht anhand von Virus-Eigenschaften, von, sagen wir mal, mechanistischen Dingen, dass das Virus, dieses neue Virus, ebenfalls im Rachen repliziert, so wie bei der Influenza. Und diese Intensität der Replikation ist signifikant, in dem Sinne, dass wir beispielsweise dieses Virus in Zellkultur regelmäßig isolieren können. Also wir können infektiöses, wachsendes Virus aus dem Rachen von auch frühen Patienten mit großer Regelmäßigkeit im Labor isolieren. Und das ist etwas, das bei SARS nie gelungen ist. Grundsätzlich konnte man das SARS-Coronavirus nicht aus dem Rachen isolieren, anhand von einfachen Abstrichtupfern. Das geht hier jetzt praktisch immer. Und das geht bei Patienten,
die in der Frühphase der Symptomatik sind, wo man also sagen muss, die haben schon seit ein paar Tagen Erkältungssymptome, die haben auch mal ein Frösteln, aber die sind nicht schwer krank. Und das führt natürlich zu einer Änderung der Bewertung aus dem Bauchgefühl heraus, das man so als Wissenschaftler hat, wenn man mit solchen Viren umgeht. Das ist eine ganz wichtige neue Information. Gleichzeitig ist aber auch eine ganz wichtige neue Information, dass beispielsweise diese Zahlen außerhalb von China, und das sind auch wissenschaftliche Daten, eben doch eher im Bereich einer normalen Grippepandemie liegen. Lothar Wieler sagte gerade 0,2%. Das ist eigentlich das, was wir gesehen haben, zum Beispiel 1957 oder 1968 in den typischen Grippepandemien. Da waren das so auch solche erwartbaren Zahlen. Und das führt jetzt zu einem Gesamtbild, das man da zusammensetzen kann, das natürlich sehr holzschnittartig ist, aber ein Gesamtbild, das jetzt so auf eine Grippepandemie hindeutet, wenn es denn eine Pandemie wird.